Ja, Harry sagt Hallo und guten Tag und es geht los mit der neuen Kamera DJI. Die Action 4 habe ich hier am Lenker und da machen wir gleich mal jetzt den Weg, den schlimmsten Weg, den ich eigentlich mit dem Fahrrad fahren kann, ist hier am Barranco entlang. Da hat mir das Herz geblutet mit der DJI Pocket 3 und jetzt fahre ich hier über Stock und Stein und muss nicht langsam fahren. So, ich bin gespannt, wie die Aufnahmen werden. Ihr könnt euch hier wirklich oder glauben, der Weg ist sehr, sehr uneben. Viele Löcher, Schlaglöcher. Ja, heute geht's nach Playa. Erstmal am Faro, am Supermarkt, da muss ich ein bisschen was kaufen. Faro Shopping Center und dann geht's nach Playa. Ich habe gestern Nachmittag noch was aufgenommen auf dem Weg zum Holiday World in puncto Mieten, Vermieten und wo man fündig werden kann. So, jetzt fahren wir aber erstmal hier noch ein bisschen fast wie Querfeld ein. Jetzt kommt gleich wieder ein großes Schlagloch. Ja, die Kamera heute bekommen. Bei Duke bestellt, das ist ein Versandhandel hier in Spanien, in Las Palmas, Donnerstag bestellt oder Freitag bestellt, ja Donnerstag und heute Mittag geliefert bekommen. Also ich sag's, und günstiger Preis, das Basispaket 290,93 €. Allerdings ist das nur, wenn man hier auf den Kanaren lebt, deswegen der günstige Preis. So, also unterwegs das erste Mal, ich zeige es euch dann auch, wie es aussieht. Und jetzt muss ich keine Angst haben, dass ich die Kamera ruiniere, wenn ich jetzt unterwegs bin. Das geht fürs Fahrrad, fürs Moped und natürlich auch fürs E-Bike. So, Taxiplätze, da vorne ist eine. Wenn man ganz nah an so einem Taxiplatz ist, muss man hinlaufen. Da kann man kein Taxi mehr anhalten. 100 Meter. Dann dürfen die Taxis euch mitnehmen. 100 Meter entfernt vom Taxiplatz. Hatte schon heiße Diskussionen, weil ich 300 Meter war und nicht mitgenommen wurde. So, ja, die erste Fahrt mit meiner neuen Kamera. Ich bin gespannt, wie es wird. Habe heute ein bisschen gewartet, weil es doch ein bisschen, doch ganz schön warm ist. So, und jetzt biegen wir ab nochmal hier Richtung Shopping Center. So, jetzt gleich mal über den Gehsteig. Ja, und jetzt direkt aufs Shopping Center zu. Wir sind froh, dass wir es haben. Da gibt es immer ja, einen schönen sortierten Supermarkt. Und wenn man mal was braucht am Nachmittag, dann fährt man ganz einfach dahin. So, einfach stehen. Weiter geht's. Und zwar der große Vorteil dieser Kamera. Kompatible, dass man verwenden kann, das Mikro. Und das habe ich jetzt hier um den Hals hängen. Ich habe es nicht am T-Shirt geklemmt, sondern hier um den Hals mit so einer Halterung. So, und auch wieder hier uneben. Ich muss es ja testen.
Also die wackelt auch schon ganz schön rum, aber ja, wie gesagt, das ist normal. Das ist eine Action-Cam und wenn die das nicht mitmacht, dann hat sie den Namen nicht verdient. Sonst fahre ich normalerweise nicht so schnell. So einfach unterwegs sein. So, wir haben gestern, oder ich habe was aufgenommen, hänge ich euch hinten mit dran. Wir fahren jetzt hier ganz einfach auf der Straße entlang. Denn hier ist der Radweg eh zu Ende. Ein Polizist hat mir gesagt, ich könnte den Fußweg benutzen. Ein anderer hat mich runtergeholt vom Fußweg. Also auch da keine große Einigkeit. Sonora Golf auf der rechten Seite. Eine Anlage, da kann man auch immer wieder für Wochen, Monate oder Jahre unterkommen. Maspalomas Lago hier auf der rechten Seite. Das ist nur touristisch. So, ich bin jetzt unterwegs mit 25 Stundenkilometer. Mehr fährt das Fahrrad nur, wenn ich jetzt sozusagen richtig arg strampel. Ansonsten ist bei 25 Schluss. Ja, 30 Grad zeigt das Thermometer an. So, und jetzt heißt es, Gangschaltung nach unten schalten. Dann klappt es leichter mit dem E-Antrieb. Also es geht wie von Geisterhand. Bin immer noch bei 22,5. Es geht wie auf gerader Strecke. So, jetzt 15 Stundenkilometer. Ich bin jetzt ja, ganz normal am Treten, wie auf gerader Strecke. Hier zeigt das Thermometer 28 Grad an. Holy, fahren die dicht an einem vorbei. 1,5 Meter, naja, Taxifahrer, der weiß das nicht. So, ich fahre jetzt direkt runter zum Strand. Das ist die schlimmste Strecke hier. Mein E-Antrieb ist noch halb voll, zeigt die Anzeige. Mal sehen. So, hier 30 Maximum. Schau.
So, 22 Stundenkilometer. Wenn ihr laufen wollt, müsst ihr einfach mal 5 rechnen. So, ich habe hier einen Fahrradweg. Dann benutze ich den auch. Meine Anzeige ist jetzt aus, das heißt, ich weiß gar nicht. Ich nehme an, dass die nur in den Sparmodus schaltet. Aber sicherheitshalber halte ich jetzt mal an und klicke mal drauf. Muss ich nochmal genau nachlesen, wie lange die dauert, in den Sparmodus schaltend. So, hier ist uneben, hier ist Kopfsteinpflaster, würde man sagen. Also in der Geschwindigkeit hätte ich mich das mit der Pocket 3 nicht getraut. Ja, ich muss mich auf den Verkehr konzentrieren. Das ist ziemlich schnell. Ja, und das ist richtig, macht richtig Spaß und Laune. Hotel Sahara Playa, auch ein beliebtes, günstiges Hotel, günstiger wie andere im Vergleich. So, hier bin ich am berühmten Maspalomas-Kreisel. Wir halten mal an. Heute doch extrem ruhig. Keine laute Live-Musik zu hören. So, ich fahre mal eine Runde hier und gehe über den Zebrastreifen einmal bis zum Wasser dann. Ja, so sieht das hier am Strand aus. Das ist die Realität am Strand von Playa de Ingles, am Stadtstrand an Exodus. Spanien, Albanien 20 Uhr, Italien, Kroatien 20 Uhr wird hier übertragen. Ein Liter Sangria, 8,90 Euro. Kaffee Mozart. Ja, schaut euch an, so sieht das hier aus. Das ist die Realität, der Vergleich zu Maspalomas.
kann jeder selber entscheiden, was für ihn besser, schöner ist. Ja, heute bleibt die Kamera mal auf dem Fahrrad. Wir gehen einmal durch die Meile hier durch, damit ihr auch seht. Ob das was für euch ist. Hola, buenas. Ja, einmal durch die Strandgasse mit allen Highlights zusammen, Touristen, schönen lokalen Essensangeboten, Fleisch und Fisch, alles wird angeboten hier. Mit dem schönsten Blick hier auch außen. Ja, ich habe Fußraster, die ich wegklappen kann, aber man ist zu faul, das zu machen und dann bleibt man mit dem Bein am Fußraster hängen. Selber schuld. Tja, was soll's. Ja, das ist sehr bequem, man muss nichts in der Hand halten. Und man kann schön aufnehmen dabei. Ja, schnell geht's nicht, aber so, jetzt gehen wir noch mal nach rechts zum Wasser. Ja, Sportaktivitäten, alles könnt ihr hier machen. Bootfahren bzw. Jetski fahren, Banane. Thank you.
einfach mal auf sich wirken lassen. Das ist der Strand in Playa bei Niedrigwasser. Wir haben jetzt Hochwasser, das heißt, es ist eng. Es ist, ja, ich sage, mehr los wie in Maspalomas, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt nicht in Maspalomas, aber ich könnte jetzt da direkt hinfahren. Ja, das ist tatsächlich jetzt Hochwasser. So, einmal der Blick jetzt aufs gesamte Anexo Dos. So, der Blick rüber nach San Agustin. So, und für mich geht es jetzt weiter hier. Ich werde das Fahrrad dann abstellen und werde noch ein bisschen laufen. Da vorne an der Ecke, an der Kreuzung. So, ich hänge euch jetzt noch das Stückchen von gestern mit ran, von gestern Nachmittag, und danach noch den Plan B, damit auch jeder weiß, was der Plan B ist, wie man ihn bekommt. Ihr könnt nachlesen, viele Fragen in den Kommentaren nach dem Plan B, und da wisst ihr dann, was es mit dem Reiseleiter, Reiseführer auf sich hat. So, hier verabschiede ich mich jetzt und sage hasta luego, macht's gut, bis zum nächsten Mal, gleiche Welle, andere Stelle. Harry sagt hallo und guten Tag, und zwar es geht zu Fuß zum Holiday World, hier an der Anlage vorbei, Los Albaricoques. Einige Male schon darüber berichtet. Es gibt auch Videos. Da kann man Bungalow von innen sehen, von außen die Anlage, den Pool und so weiter. Hier gibt es auch immer wieder die Möglichkeiten, mal unterzukommen, touristisch. Eine Woche, zwei Wochen, aber auch Langzeit, überwintern, drei Monate, sechs Monate und dann eben auch die Möglichkeit, ganzjährig zu wohnen. Das gleiche gilt auch für die Anlage hier auf der linken Seite, Villas Florian. Das sind kleinere Bungalows, die haben nur ein Schlafzimmer, Albaricoques, die haben zwei Schlafzimmer. Teilweise auch, wenn die Terrasse ausgebaut ist, drei. Preisunterschiede natürlich, ganz klar. Dann gibt es hier Bungalows, die haben einen Zugang von der Straße. Da kann man dann direkt parken, und die anderen, da muss man entweder links in die Anlage reingehen oder rechts über den Haupteingang. So, das ist also Albaricoques, und hier jetzt gleich der Eingang von der Anlage Villas Florian. Das Besondere hier, die haben einen ganz langen, schmalen Pool. Den kann man auch bei Google sehen, bei Google Earth. Da ist der Eingang hier.
Tobias Florian. So, und ein Stück weiter vorne, da ist die Anlage Los Tunos. Also hier kann man leider nicht reinschauen, hier sieht man nichts, ich kann euch hier nichts zeigen. Das ist ein Zaun. So, wir gehen immer noch an der Anlage Álvaro Cruques vorbei und ein Stück da vorne weiter. Los Tunos sind auch gleiche Typ Bungalows, etwas kleiner, haben ein Schlafzimmer. Und hier auf der rechten Seite, wir sehen es gleich, da ist das Shopping Center Faro 2. Hier auf der linken Seite der Barranco, der führt direkt dann zur Charca. Und hier am Zebrastreifen der Weg direkt zum Shopping Center Faro 2. Hier sind wir direkt vorm Los Claveles Eingang. Hier steht es um die Ecke, die Rezeption. Und wir gehen da mal vorbei jetzt hier außen. Schöne kleine Bungalows, ich glaube, sind 8 oder 9. Die haben 2 Terrassen, eine vorm Haus, eine hinterm Haus. Und das könnt ihr auch online alles buchen. Einfach den Namen eingeben und dann Maspalomas mit dazu und dann seid ihr schon auf der richtigen Seite. Ja, und da vorne um die Ecke, da ist dann der Eingang, die Rezeption. So, und wir sind jetzt hier schon fast am Holiday World. So heißt das Vergnügungszentrum hier. Ja, es ist alles hier sehr ruhig, wenig Tourismus in dem Sinn, dass man jetzt wenig vom Tourismus mitkriegt. Die Anlage hier auf der rechten Seite, das ist Colorado Golf, war früher auch eine touristische Anlage, mittlerweile alles privat. Auch da gilt das gleiche, Bungalows mit einem Schlafzimmer, mit einem Stückchen Garten, Terrasse, L-Form sozusagen, der Garten. Und da kann man dann auch für Wochen, Monate oder für Jahre sich einmieten. Ganz wichtiges Thema, im Moment gibt es ja hier Veränderungen, das heißt, die Anbieter werden überwacht, die Portale werden überwacht werden und es würden Möglichkeiten gefunden werden, die angebotenen und registrierten Sachen dann zu kontrollieren. Das ist also Sinn und Zweck der Sache. Man macht also zweigleisig hier. Das eine ist, man lässt alles, was auf dem Markt ist, registrieren, kontrollieren, überwachen und dann überwacht man die Portale und da muss es ja dann Übereinstimmungen geben. Das ist aber alles noch nicht ganz spruchreif. Das heißt, wir werden da in der nächsten Zeit auch noch viel berichten. Auf jeden Fall für alle, die mieten wollen, die müssten dann jetzt im Moment fragen, ist es denn auch möglich, hier die Vermietung zu realisieren oder die Anmietung. So, da vorne ist das Holiday World, das Vergnügungszentrum. Ich verabschiede mich jetzt erstmal und sage ja, bis später.